So, hallo zusammen auf meinem Kanal, zu einem Video mal wieder von mir. Heute machen wir wieder leckere Beilage und zwar machen wir heute mal Herzogin-Kartoffel. Herzogin-Kartoffel, denke ich mal, wird vielleicht der eine oder andere vielleicht kennen für euch. Ist ja nicht so unbekannt, sage ich mal. Ja, die könnt ihr auch fertig kaufen heutzutage in Supermärkten, in gut sortiertem Tiefkühlsortiment. Gibt es die auch schon, nur die sind halt relativ teuer, schmecken denen sicherlich aus, wenn die da jetzt sagen, dass sie nicht gut sind. Aber die sind so einfach zu machen, man braucht extrem wenig Sachen dazu, ja, dass man die einfach auch selber machen kann. Wie wenig Sachen man dafür braucht und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal in dem Video zeigen. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Video. So, Herzogin-Kartoffel, wie gesagt, ganz relativ einfach. Ihr seht, man braucht extrem wenig, man braucht gar nicht viel dazu. Ich habe schon mal Milchkuchen-Kartoffel, ist auch wichtig bei solchen Gerichten, immer Milchkuchen-Kartoffel nehmen. Mal gleich schütteln, die habe ich schon mal aufgesetzt, dass die immer nicht weich kochen, richtig weich kochen. Dann brauchen wir, ich habe hier 3 Eier, wir brauchen aber dann für die Masse selber brauchen wir nur 2 Eigelb. Ein Eigelb brauchen wir nachher um die Eizenstreiche oben, aber das zeige ich nachher. Dann, wie gesagt, Salz ist schon hier drin, wir kochen die wie Salzkartoffel ganz normal. Lieber ein bisschen weniger Salz rein, nachher noch ein bisschen nachwärts, wenn es zu wenig ist, als wenn es zu viel ist. Da brauchen wir ein bisschen weißen gemahlener Pfeffer und frischer Muskat. Und mehr brauchen wir auch gar nicht, ja, für eine leckere Beilage. So, jetzt würde ich sagen, wir lassen erstmal die Kartoffel weich kochen. Ja, wenn ihr es doch nicht kennt, Herzogin-Kartoffel, die wird nach einem Spritzbeutel. Ich habe hier einen Spritzbeutel mit so einer Stornhülle. Ja, ich hoffe, man sieht es jetzt gut, dass es Stornhülle ist. Das wird nicht mehr Tülle, ist eine Stornhülle. Ich habe jetzt hier einen Silikonspritzbeutel. Ja, das können jetzt so einer, wie es normal gibt, so, so ein Weißer. Warum Silikon? Erstmal ist sehr viel einfacher zum Reinigen. Ja, es geht alles, was noch drin ist, geht sehr viel einfacher raus und ist einfach auch hygienischer als wie die andere. Ja, wie gesagt, ich lasse die jetzt weich kochen. Wenn die weich kocht sind, dann muss ich ableeren. Dann muss ich ein bisschen ausdämpfen, weil die Dämpfe da, wenn sie heiß sind und die ganze Dampfschlüssigkeit, das wollen wir nicht drin haben in unserer Kartoffelmasse nachher. Deswegen ausdämpfen lassen, leicht abkühlen lassen und nachdem sie einfach durch so eine Kartoffelpresse durchdrücke in eine Schüssel rein. Wenn ich das gemacht habe, dann hole ich mir wieder zu und dann zeige ich mal, wie man weitermacht. Bis gleich. So, die Kartoffeln sind jetzt weich gekocht. Wie gesagt, ich habe sie nach dem Kochen abgeleert. Habe sie 5 bis 10 Minuten ausdämpfen lassen oder sagen wir 10 Minuten ausdämpfen lassen und abkühlen lassen. Wie gesagt, weil der Dampf ist Flüssigkeit, die Flüssigkeit wollen wir nicht drin haben in der Masse, die Flüssigkeit muss raus, deswegen ausdämpfen lassen und abkühlen, denn wenn man nachher, abkühlen muss sein, wenn man nachher das Einlein machen, das Eigelb, darf die Masse nicht zu heiß sein, weil sonst Eigelb nicht sonst gleich gerinnt und wir brauchen das Eigelb ja als Bindung noch da drin. So, dann wie gesagt, ich habe schon probiert, salzmäßig passt es, ich habe genug Salz, also genau richtig den Salz in der Kette, dann machen wir Pfeffer rein. Ja, und zwischenzeitlich können wir schon mal den Backofen vorheizen. Auf Umluft, ja, so 180, 190 Grad. Denn das Ganze kommt noch in den Backofen ein. So, Pfeffer haben wir drin, weiß gemahlener Pfeffer. Jetzt brauchen wir Muskat, natürlich wie immer frisch geriebener Muskat. Nichts anderes. Kein Kartoffelgericht ohne Muskat. Natürlich außer Kartoffelsalat, da kommt kein Muskat rein. Aber sonst alle anderen Kartoffelgerichte. Muskat rein. So, dann nehmen wir 2 Eier drin. Wie gesagt, wir brauchen nur das Eigelb da drin. Einmal. So, die 2 Eigelb. Jetzt können wir das mal schön vermischen. Ordentlich vermischen, dass das Eigelb und die Gewürze gut vermischt sind.
So, das dürfte auch schon reichen. So, dann brauchen wir Backblech. Backblech mit bisschen Backpapier drauf. Dann gehen wir her, füllen die Masse in unseren Spritzbeutel rein. Beim Einfüllen ist immer gut, Spritzbeutel einmal oben ein bisschen umschlagen. Dann könnt ihr die Hand darunter machen und dann ist der Rand obenrum sauber. So tut man den Spritzbeutel befüllen. So, umschlagen. Dann ist wichtig, dass keine Luft drin ist, kein Luftanschluss drin sind. Deswegen immer schön ein bisschen einfach so nach unten schütteln. Denn da, wo Luft drin ist, da geht man nachher keine schöne Herzogin-Kartoffeln an. Da nehmen wir jetzt so Rosettenspritze. So, jetzt gehen wir her. Ich hoffe, man sieht es jetzt gut. Erst einmal im Kreis rum, dann das Innere ausfüllen. Die müssen alle perfekt aussehen. Ja, wie gesagt, wie ich oft erwähnt habe, man darf ruhig sehen, dass sie selber gemacht sind. Ja, dass nicht gekauft ist. Und ruhig mit ein bisschen Abstand drauf spritzen. Die gehen zwar nicht auf, aber einfach nur, dass, ja, dass sich nicht gegenseitig berührt. So, ich wollte sie alle für fertig spritzen und dann hole ich wieder mit dazu. So, ich habe jetzt alle voll draufgespritzt, wie ihr seht. Ja, ich war am Anfang mit Platz nicht zu großzügig, deswegen habe ich einfach jetzt ein paar nur mit den Eindrücken müssen. Dann habe ich hier das Eigelb. Da ist gar nichts drin, einfach nur das Eigelb. Ich habe es aber durch zwei Nummer 1 auch ein bisschen wenig ausgesehen. Und jetzt nehmen wir die ganz wirklich nur vorsichtig, damit die Struktur von der Stirnpülle nicht zerstört. Auch nur vorsichtig ein bisschen mit Eigelb noch bepinseln. Dass es eine schöne Farbe gibt. Ja, der Ofen haben wir vorgeheizt, 180, 190 Grad. Da kommen die noch rein. Und wie lange die dann brauchen, das kann ich nicht ganz genau sagen. Ich schätze mal 6-8 Minuten. Aber das sage ich nachher dann, wenn sie fertig sind, wie lange sie drin waren. Schön einfach obenrum ein bisschen mit Eigelb. Ja, vielleicht kriegt das ja ein bisschen schöner drauf gespritzt wie ich. Das ist Grillkunst. Also ist Grillkunst schön nochmal auch wie ich. Ja. Sind ja ganz ansehnlich geworden, aber ja, ist immer so eine Sache, das ist schön herzukriegen, schön rund vor allen Dingen. Aber wie auch schon vorher schon erwähnt, die müssen nicht alle gleich aussehen, man darf es ruhig sehr selbst gemacht sein. Es geht noch hauptsächlich ums Ergebnis, um den Geschmack, dass es schmeckt. Und ja, ist eigentlich das Wichtigste. So, jetzt haben die schon eingeschmiert mit dem Eigelb. Ich sage, der Ofen haben wir vorgeheizt, ich mache jetzt den Ofen ein. Und dann schauen wir, wie lange es braucht, aber das sage ich nachher dann, wie lange die drin waren. Wie gesagt, das kann ich jetzt schwer voraussagen. Aber ich schätze mal, wie gesagt, 6 bis 8 Minuten brauchen sie. Dann sind die fertig. Wenn sie fertig sind, dann schauen wir uns mal an, wie sie aussieht. Bis gleich dann.
So, jetzt, es waren die doch eine Viertelstunde drin, ich hole sie jetzt raus. Ja, da seid ihr dann live dabei, wenn ich es rausholen. Ich habe mir zwar am Anfang gesagt, 180, 190 Grad, habe mir aber doch entschlossen, auf 200 Grad hoch zum Schalter. Also wird noch in der Videobeschreibung standen, 200 Grad für 15 Minuten, Viertelstunde, warten wir jetzt drin. Ja, und sie sieht einfach super aus. Da haben wir sie auch schon. Wunderschöne Herzogin-Kartoffel. Ja, die sind so, wie sie sein müssen. Natürlich, wie gesagt, man hätte es ein bisschen schöner spritzen können, alle vier runter oder so, aber ist ja hauptsächlich das Wichtigste ist der Geschmack. Ja, und der, wenn ich mir sehe, der wird passen. Aussehen passt auch, Optik passt auch. Ihr habt sehr eine super leckere, ganz schnelle Beilage. Ihr braucht wirklich nicht viel dazu und es lohnt sich einfach. Ja, wie gesagt, ihr könnt sie auch fertig kaufen. Die sind auf jeden Fall schöner vom optischen her, da sehen eins aus wie das andere. Aber wenn man sieht, dass die besser schmeckt wie die gekaufte. Wie viel jetzt von Kartoffeln genommen habe und so und Eier habt ihr gesehen, wie viel, das gibt es noch alles in der Videobeschreibung nochmal aufgelistet, ganz genau. Die Zutaten, Menge und Zutaten. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch die genauso gut gefallen wie mir und euch das Video gefallen hat, dürft ihr einen ganzen Daumen nach oben geben. Wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt machen, das würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, danke fürs Anschauen vom Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.